Mit der Aktion Ich mach mich stark für die Pflege sind wir heute im Pflegeheim Niedergrafschaft in Uelsen. Zu Besuch ist heute der SPD-Bundestagskandidat aus dem Wahlkreis Mittelems, Dieter Steinecke. Im Pflegeheim Niedergrafschaft mit seinen 40 Bewohnern legt man größten Wert auf die Qualität der Pflege und weist darauf hin, dass es bei den derzeitigen Pflegesätzen, hier bildet Niedersachsen das Schlusslicht in der Bundesrepublik, immer schwieriger wird, die Personaldecke aufrechtzuerhalten. Investitionen werden zugunsten der tarifgerechten Entlohnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschoben. Und es wird nach wie vor ausgebildet, obwohl es betriebswirtschaftlich dem Hause nicht zuträglich ist, weiterhin auszubilden. Man möchte aber auch weiterhin qualifizierte Menschen für eine qualifizierte Pflege einsetzen. Wir haben Dieter Steinecke, der die Einrichtung nicht zum ersten Mal besucht, nach seiner Meinung gefragt. Herr Steinecke, wie möchten Sie leben, wenn Sie alt sind? Also, wenn ich alt bin, möchte ich so lange wie möglich in meiner angestammten Umgebung und mit den Menschen, die mir vertraut sind, zusammenleben. Und dann auch in einer Einrichtung, falls ich denn pflegebedürftig werde, die in der Nähe liegt, die ich vorher auch schon kenne, sodass ich also keinen großen Wechsel im Umfeld habe. Wie könnte die Pflege entbürokratisiert und die Pflegenden damit entlastet werden? Also die Frage, was ich zum Beispiel bei den Dokumentationspflichten abschaffen kann oder worauf ich verzichten kann, das können wirklich nur die Praktiker vor Ort entscheiden und bewerten lassen durch Fachleute. Wobei ich schon darauf hinweisen möchte, dass man die Dokumentationspflichten nicht so weit reduzieren darf, dass die Häuser angreifbar werden. Die Diakonie in Niedersachsen zahlt mindestens 10,50 Euro die Stunde. Der private Arbeitgeberverband hat jetzt einen Mindestlohn von 8,50 Euro tariflich vereinbart. Wie hoch sollte Ihrer Meinung nach der Mindestlohn sein? Also der Mindestlohn sollte sich sicherlich nicht nur an den Wünschen des Arbeitgeberverbandes orientieren, sondern ich halte da ganz viel von Tarifautonomie und da ist das letzte Wort ja noch nicht gesprochen. Und ich finde, die Beteiligten sollten sich auf einen Mindestlohn einigen, der den Wert der Arbeit berücksichtigt und ein auskömmliches Einkommen garantiert. Was werden Sie konkret tun, um die Rahmenbedingungen in der Pflege zu verbessern? Also das ist eine sehr schwierige Frage. Ein Bereich, mit dem ich mich sicherlich sehr stark beschäftigen und für mich stark machen würde, wäre also, dass man mehr Geld ins System holt. Das heißt also, dass man die Pflegekassen so ausstattet, dass sie die Wünsche der Häuser auch ein bisschen besser erfüllen können. Und dazu bin ich ein großer Anhänger des Umbaus der sozialen Sicherungssysteme zur Bürgerversicherung, weil ich dann ganz einfach mehr Menschen an den Kosten dieses Systems beteilige und sich niemand in die Büsche schlagen kann. Mehr Informationen über die Aktion Ich mach mich stark für die Pflege erhalten Sie im Internet.